Hello! Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich meine Freundin übers Internet, über YouTube kennengelernt habe. Doch was war beziehungstechnisch davor so? Am Ende meiner Schulzeit habe ich mich auch mal mit so Dating-Plattformen beschäftigt, wie andere Freunde von mir auch. Und dann haben wir da eben unsere eigenen Profile erstellt und Bilder von uns hochgeladen und gezeigt, wie toll wir sind. Also ich habe ja gezeigt, wie schlank ich bin oder war eben damals und habe dann meine Bilder mit meinen Grimassen irgendwie gezeigt und irgendwelche lustigen Kommentare hinterlassen, um zu zeigen, wie lustig ich bin und was für Serien und Filme ich mag und lauter solche Sachen halt. Es kam dann auch mal zu Treffen, also bei dem ersten Treffen, was ich hatte, da war ich schon auch nervös und sowas, aber dachte mir danach immer noch so, ja, mal schauen, aber ja, leider war das halt nicht so auf Gegenseitigkeit, naja. Ja, und nach dieser Einleitung kommen wir auch schon zu meiner heutigen Geschichte. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß, ja, so einer bin ich, aber wir hatten auch wirklich nicht so viel Kontakt und das war hauptsächlich über E-Mail und es ist auch schon ein paar Jahre her und ja, es ist halt so, ich bin auch wirklich nicht so gut mit Namen. Also sie hatte so ein bisschen rote Haare und war ein großer Fan von Lois Lane, also jetzt nicht von Superman, sondern von Lois Lane und hatte auch seine eigene Internetseite und hat da halt alles von Lois Lane irgendwie gesammelt und so. Und ja, das war schon irgendwie, war jetzt nicht etwas, wo ich mir dachte, ja, sie mag auch Lois Lane, sondern das war mir okay, so ein bisschen Nerd und so fand ich nicht schlecht, also ja, ist okay. Beim ersten Treffen waren wir dann im Film Spider-Man 2 damals, also mit Tobey Maguire, der Spider-Man. Aber es war ganz okay. Ich glaube, wir haben uns Popcorn geteilt und ja. Ja, beim zweiten Date, ich weiß nicht, was davor und danach noch alles so war, auf jeden Fall saßen wir an einem Punkt dann mal im Starbucks. Ja, und wir saßen da eigentlich recht gemütlich und ich habe wahrscheinlich so einen Schokodrink oder sowas gehabt und sie sagte dann auf einmal: Wow, was zur Hölle? Der hat mich abgeschleppt! Der Hund, der hat mich abgeschleppt! Und zwar hat sie das aber nicht zu mir gesagt, sondern zu den Tischnachbarn von uns. Und die hatten einen Hund und der hat sie auf der Hand abgeschleckt. Ihr Hund, der hat mich abgeschleckt! Ja, mit seiner Zunge! Und ja, ist voll gefährlich und der mich erbeißen können. Und sie gehören sicher zu den Leuten, die auch den Hundedreck auf der Straße nicht wegmachen, auf dem Gehsteig und so. Und sie, was fällt ihnen ein? Der sollte einen Beißkorb tragen und so, und der hat abgeschleckt. Bäh. Sie hat dann mit denen so ein bisschen diskutiert und mich dann auch angeschaut und mich plötzlich in die ganze Sache mit einbezogen. Ja, willst du nicht auch irgendwas sagen? Das ist ja so eine Frechheit und so. Kurz gesagt, mir war das Ganze sehr peinlich und ja, ich hab die Leute auch irgendwie angeschaut und am liebsten hätte ich gesagt, ich kenne die nicht wirklich, es tut mir leid. Also, ich mag Hunde. Der Hund ist sicher ganz lieb, der hat sicher nicht böse gemeint. Also, es tut mir leid. Ja, also sie war dann sehr enttäuscht von mir, dass ich mich da nicht irgendwie auch involviert habe und sie unterstützt habe. Und dann ging das Date zu Ende und das war's dann. Also ich hab sie nicht mehr kontaktiert und sie hat mich auch nicht mehr kontaktiert und ja, besonders seltsam für mich war es eben auch, dass sie die Leute auch gleich beschuldigt hat, den Hundedreck nicht wegzumachen auf dem Gehsteig und so. Also ich habe nicht wirklich verstanden, was das eine mit dem anderen zu tun hat und so. Und ja, es war, ja. Ich meine, vielleicht seht ihr das genauso wie sie und ihr könnt das total verstehen, aber ja, ich konnte das eben nicht ganz so nachvollziehen und ja. Habt ihr schon mal bei irgendwelchen Dating-Seiten angemeldet und was waren so eure Erfahrungen damit? Kam da irgendwas was Gutes dabei raus oder kennt ihr irgendwelche anderen Geschichten von anderen Leuten? Also, würde mich schon interessieren. Der Monat geht jetzt langsam dem Ende zu. Ich glaube, es sind jetzt noch 10 Videos, die ich jetzt noch machen werde. Und ja, bei ein paar Videos, die jetzt noch kommen, habe ich mir überlegt, dass ich die vielleicht in Englisch mache. Ich hoffe, das ist okay und ihr versteht alle Englisch. Wenn nicht, dann ja, bleibt trotzdem dran. Es kommen auch wieder deutsche Videos, aber ja, so 1, 2, 3 vielleicht auf Englisch noch.